So, jetzt Melissa. Das fällt ihr nicht leicht. Wer bekommt den Kuss? Also du bekommst meinen Kuss von mir, weil du mich immer aufbaust, seit Tag 1. Und jetzt der Ring. Ihn zu finden und auf ewig zu binden. Du bekommst meinen Heiratsantrag, weil ich seit Tag 1 auf mein Herz höre. Weil ich hoffe, dass einfach zusammenfindet, was zusammengehört. Und ja. Wow. Ich habe lange überlegt, ob es die Torte ist oder der Ring. Aber mein Herz sagt der Ring. Den Kuss bekommst du, weil du ehrlich zu dir selbst bist, du stehst zu deinen Gefühlen und du weißt, dass ich sie sehr mag. Also. Fast nicht drauf. Scheiße. Irgendwie hat sie, es ist bei Alex, das Interesse ist da, aber es ist anders. Aber das vom Gefühl her hat sie bei keinem anderen, wie es mit mir. Und dass ich ihr einziger Sonnenschein bin, bla bla bla. Danke. Aber das Beste kommt zum Schluss. Headshot, Alter. Da ist gar nichts mehr auf dem Kuchen drauf. Meine Warnung an Yasin. Ich hab dich genommen, weil ich die letzten zwei Wochen nicht den Yasin gesehen habe, den ich kennengelernt habe. Okay. So, und jetzt kann Danilo zeigen, wer ihm wirklich wichtig ist. Diana, komm bitte her. Also, ich bin froh, dass du endlich da bist. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Du bist eine interessante Frau. Bringst endlich Klarheit in mir selbst rein, weil die Unruhe mich hier zerstört. Deswegen kriegst du von mir ein Küsschen. Ja, und den E-Ring bekommt eine ganz bestimmte Frau. Ich gehe sogar auf die Knie für dich. Yeah. Also manchmal frage ich mich echt, wie du es mit mir aushältst, mit so einem Chaot. Es tut mir leid für dieses ganze Durcheinander. Und ich hoffe, dass in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, endlich mal eine Entscheidung getroffen wird. Und wer bekommt Danilos Tiramisu? Danilo, dein Ernst? Und die Torte geht an eine ganz bestimmte Frau hier im Haus. Auf YouTube Love Island abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen.